Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es hier mal etwas ganz Neues, beziehungsweise so ein Video habe ich tatsächlich bisher noch nicht gemacht. Ich mache ja relativ viele Hauls, Fashion Hauls, Kosmetik Hauls, sowas, aber ein Schmuck Haul habe ich bisher noch nicht gemacht, aber es gibt mein erstes Mal. Und deshalb gibt es heute für euch einen Schmuck Haul. Da sind echt ein paar mega, mega schöne Sachen dabei und ich bin total gespannt, euch das zu zeigen. Ich werde immer hier, wie ich das bei meinen Hauls mache, dann Nahaufnahmen von den Stücken einblenden. Und ich kann schon mal so viel verraten, da ist wirklich nicht nur 0815 Schmuck dabei, auch ein paar total außergewöhnliche Schmuckstücke, die ich so bisher noch nicht besessen habe. Und der Schmuck kommt von Gingy Berry, war mir bis dahin auch unbekannt. Aber ich habe mich sofort in die Sachen verliebt. Und was mir immer sehr wichtig ist, dass der Schmuck auch zum Beispiel nass werden darf, sich nicht verfärbt. Das ist ja, also ich trage ja persönlich am liebsten Goldschmuck. Und wenn ich halt günstigen Goldschmuck kaufe, ist es halt oft so, dass er sich schon nach kurzer Zeit verfärbt. Und Gingy Berry wirbt halt damit, dass es bei deren Schmuck nicht so ist. Ich bin natürlich gespannt, aber ich kann schon mal so viel verraten auf den ersten Blick. Sieht der Schmuck wirklich hochwertig aus. Alle Schmuckstücke, die ich in diesem Video zeige, sind für euch unten verlinkt. Da schaut wie gesagt in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos dazu. Und bevor wir jetzt anfangen und ich euch die ersten Schmuckstücke zeige, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich finde die Verpackung richtig cool. Dieses Schmuckstück ist in so eine Schachtel quasi eingepackt und hier ist so total stabiles, so eine Folie dazwischen und ich finde, es sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht, also ich habe, kennt ihr das? Ich habe das noch nie vorher gesehen und ich war total begeistert. Man drückt dann hier so drauf, dann kann man diese Schachtel öffnen. So, das erste Schmuckstück ist ein Armreif und ja, ich finde ihn richtig cool. Der ist natürlich Gold, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich trage ausschließlich Goldschmuck. Sieht richtig cool aus. Und seit kurzem trage ich super gerne Armreifen. Ich weiß auch nicht, ich habe auch eine, trage ich so gefühlt immer. Und ja, das ist ein neuer Armreif in meiner Sammlung und ich finde den echt richtig schön. Ne? Und ich habe euch ja schon gesagt, ich liebe Schlangen. Also ich finde, Schlangen sind auch super ästhetische Tiere. Am liebsten hätte ich eine eigene, aber es geht natürlich nicht. Aber ich habe auch noch den passenden Ring dazu. Ich bin mittlerweile so, also ich kenne meine Ringgröße tatsächlich, aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich Ringe dann in der Größe bestellt habe und dann haben mir die nicht gepasst. Und deshalb bin ich ein totaler Fan von diesen Ringen, die man selbst verstellen kann, wisst ihr, was ich meine? Gerade wenn ich halt online bestelle und nicht im Geschäft kaufe. Und ja, der ist super schön, halt auch eine Schlange, ist eigentlich genau dasselbe wie der Armreif, nur für den Finger. Und man kann selbst halt auf und zu biegen, bis der Ring richtig passt und ich lieb's. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die passende Halskette dazu, auch eine Schlange, wer hätte es gedacht. Ja, die hat aber zusätzlich super schöne Details mit ein paar Glitzersteinchen an der Schnauze und ja, ich mag die total gerne und ich finde total schön, wie die liegt, dass die nicht ganz so symmetrisch aussieht. Das finde ich echt cool und ja, der Verschluss, ich mit meinen langen Nägeln, ich hasse es. Der Verschluss sieht auf den ersten Eindruck echt gut aus, kann man nichts anders sagen, total stabil. Und ja, alles in allem eine super schöne Kette und vor allem eine super schöne Ergänzung zu dem Set aus dem Ring und den Armreif. Man kann alles, also man bestellt alles einzeln. Ich habe alles einzeln bestellt, aber ich habe halt schon geguckt, dass es so ein bisschen zusammenpasst. Ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Jetzt kommt etwas, ich habe das gesehen und ich dachte mir, oh mein Gott, richtig cool. Habe ich so nämlich bisher noch nicht gesehen. Und zwar ist das so eine Art Gürtel aus Gold mit Glitzerstein und richtig cool. Auf dem Bild hatte die Dame den auch über ein Kleid an, hat das dann so ein bisschen tailliert und aber auch, keine Ahnung, bei einer kurzen Hose, Festival-Style, da gibt es echt so viele Möglichkeiten mit und es sieht einfach nur schick aus. Ja, hat auch so einen Verschluss wie eine Kette quasi, also man hakt das ein. Auf die Länge ist halt so eine gute Lösung, je nachdem wie viel Umfang man hat. Und ich liebe es, also ich finde es richtig, richtig cool, richtig schön.
Und damit werde ich auf jeden Fall das eine oder andere Mal feiern gehen oder das halt über ein Kleid ziehen. Ich finde es echt nice. Bin total verliebt in das Teil. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch so cool findet wie ich. So, meine Lieben, dann geht es nochmal weiter mit Bodyschmuck. Schon eben gucken. So, Leute, und hier habe ich wieder was mega Außergewöhnliches. Das ist eine Kette für übers Bein. Also ihr seht das, das ist dehnbar. Das sieht man über den Oberschenkel und sieht zum Beispiel richtig cool aus, wenn man irgendwie ein Kleid mit einem Schlitz anhat zum Beispiel oder eine Hotpan. Ja, da ist auch noch mal eine Schlange dran. Man merkt meine Schlangenobsession kaum. Ja, ich finde es richtig cool, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und habe ich dann auf dem Tragebild gesehen und hat mich direkt gecatcht. Und ja, wie gesagt, ist ein Gummi. Das heißt, es ist sehr, sehr dehnbar. Ja, ich finde es richtig cool. Und damit kann man auch echt voll viele verschiedene Sachen machen. Also entweder bei einer Hotpants, Rock oder echt, wenn man irgendwie ein Jumpsuit oder ein Kleid hat, wo man so einen Schlitz sieht oder nur ein bisschen durchsieht, dass es so ein bisschen durchschimmert, da kann man echt viel mit anstellen. Finde ich richtig, richtig cool. Auch vor allem zum Feiern oder für Festivals. So, dann habe ich hier noch einen Ring. Auch einen Ring, den man, den man zu- und aufdehnen kann, damit er passt. Einfach in so einer Chain-Optik. Fand ich ganz schön und der ist, sag ich mal, ein bisschen dezenter, der ist schon, also der ist schon auffällig, aber ich mag den von der Breite her, ich finde die Optik einfach schön und ich trage ja auch gerne so Chains, das passt dann ganz gut, also ich habe sehr viele solche Ketten in der Optik, dass das gut passt. So, ich bin ja eigentlich nicht so der Armband-Typ. Wie gesagt, ich trage im Moment lieber Armreifen, aber ich wollte trotzdem noch ein Armband bestellen. Und das ist einfach ein goldenes mit ganz vielen Glitzersteinen, mit einem super coolen Verschluss. Das seht ihr gleich auf der Nahaufnahme. Lässt sich super einfach verschließen, weil ich finde, gerade am Armband sind diese Griffe, Verschlüsse, die man an Ketten zum Beispiel meistens hat, voll umständlich, wenn man nur eine Hand halt quasi hat, weil das Armband um die andere Hand kommt. Und deshalb bin ich total, finde ich richtig cool, weil das hat mich auch oft davon abgehalten, Armbänder zu tragen, weil mich das einfach genervt hat. Vor allem mit meinen langen Nägeln habe ich da teilweise eine halbe Ewigkeit für gebraucht. Kann ich mir echt sparen. So, als nächstes habe ich hier dann noch eine Kette. Die ist für um den Bauch, beziehungsweise für über die Hüfte. Bestehend aus zwei Ketten. Einmal so eine ganz normale Chain und dann und eine Perlenkette mit Glitzer dran. Nee, einfach nur eine Perlenkette. Finde ich optisch total schön oder auch über ein Bikini oder so. Da kann man echt sehr, sehr viel mitmachen. Und ist auch so ein Schmuckstück. Das habe ich bisher nicht in meiner Sammlung und ich finde es richtig cool. Stelle ich mir halt richtig cool vor. Wie gesagt, über Bikinis, Crop Tops. Alles, wo man den Bauch so ein bisschen sieht. Oder auch einfach über ein Kleid, was jetzt nicht so taillierend ist, wie jetzt zum Beispiel dieser Glitzergürtel. Aber was natürlich auch nochmal ein süßes Accessoire ist. Also da hat man auch echt viele Möglichkeiten mit. Und meine Lieben, dann noch eine Bodychain. Das ist sehr, sehr schwer zu zeigen, weil das einfach ganz viele verschiedene Glieder hat. Die trägt man übers Dekolleté. Ist auch so ein Ding, habe ich bisher noch nie, habe ich bisher nirgendwo gesehen. Und auf dem Foto hat mich das sofort gecatcht und ich hatte wieder diese Festival-Vibes im Kopf. Kann man natürlich auch einfach unter lockeren Blusen, über Tops, über Bikinis, ey, da gibt es wieder so viele Möglichkeiten. Und sowas ist halt einfach voll der Hingucker, ne? Also richtig nice. Ich könnte das theoretisch auch einfach mit dieses Top ziehen und es würde cool aussehen. Und richtig cool und ich freue mich schon ein paar Looks damit zu kreieren. So, meine Lieben, das war mein kleiner, aber feiner Schmuckhaul von Gingy Berry. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass die Schmuckstücke auch ansprechend waren für euch. Wie gesagt, alle Infos zur Marke findet ihr in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch mein Instagram und mein TikTok-Profil. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und wenn ihr jetzt tatsächlich noch nicht genug von mir habt, dann schaut gerne mal hier. Hier findet ihr zwei weitere Videos und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es immer noch nicht getan habt. Danke fürs Zusehen. Ciao und bis zum nächsten Mal.